Guten Morgen, liebe Leute. Es ist wundervolle 7:30 und es wurde die Zeit umgestellt. Dementsprechend ist es eigentlich 6:30. Früh aufstehen, voll mein Ding. Unsere Hengstsuche geht heute weiter. Und zwar haben wir euch ja auch schon einmal mitgenommen auf die Hengstshow, um so ein bisschen die Hengste näher kennenzulernen, einmal anzugucken. Und heute werden wir nochmal hinfahren. Hi. Kennt ihr das, wenn man irgendwie bei seinen Freunden immer all seine Sachen liegen lässt, wie zum Beispiel diesen wundervollen Blumenkranz von Karneval? Das sollte so rumlaufen, finde ich. Den habe ich aber mitgenommen, den hast du nicht liegen lassen. Verräter! Geh her! Egal, Lele, ich gucke auch nur die Bilder an. Und die Turnierausschreibung, das war's. So, auf jeden Fall haben wir gerade, nein, Ele wusste das schon, also wir fahren nach Warendorf. Wir fahren also direkt zum Landgestüt und nicht nach Wickrath, wie letztes Mal, wo die Hengstvorstellung war. Und zwar wird es so ablaufen, dass wir diesmal auch in die Stallungen können. Und das heißt, wir können ein bisschen auf Tuchfühlung gehen mit den Hengsten, um mal genau zu gucken, sind die uns sympathisch, sind die euch sympathisch. Ob sie mir sympathisch sind, ist ja eigentlich nicht so wichtig. Ach doch. Ach doch. Und wer steht in der engeren Auswahl? Dankeschön. Genau. Wie hieß der? Flavis. Also so eigentlich die Favoriten, die auch alle in dem Video ganz, ganz toll fanden. Die außer ganz den, toll fanden. Den einen, der so zusammen... Nicht zusammen, Flash aber so... Genau. Genau. Und Flashtags und First Selection wurde ihnen empfohlen vom Landgestüt, die sich nochmal anzugucken, weil die wohl von der Vererbung her recht ansprechend wären und auch ganz gut auf ihre Stute passen würden. Die haben euch aber nicht so umgehauen bei der Hengstshow. Genau. Nee. Ich glaube, Jessie hat einfach die Namen sofort durchgestrichen. Ihr auch. Wir alle auch. Alle direkt durchgestrichen. Aber vielleicht ist es ja lieber auf den zweiten Blick. You never know. So, wir sind jetzt da. Ich war hier tatsächlich auch noch nie. Und da kann man schon Paddocks erkennen. Da ein Gebäude, was mal abgebrannt ist. Und da sind die Hauptgebäude. Hi. Are you motivated? Yeah. Oh yeah! So, ich bin gespannt, wie sich die Hengste gleich schlagen. Ich bin ja immer noch für Flavis, damit Ele ihr Fohlen Franjo Junior oder Franja Junior nennen kann. Allerdings wird mein Vorschlag immer abgelehnt. Das ist ein riesiger Platz, wo man eigentlich hätte, glaube ich, parken sollen. Ich glaube, da ist noch ein Longierzirkel. Ja, irgendwie ist ja alles extrem riesig. Das ist extrem cool. Wow, wir gehen auch direkt mal in die Ställe. Juhu, aufregend. Hier ist direkt wieder eine Halle drin. Hier findet man überall Reithallen und Plätze. Sir Heinrich, den haben wir ja auch. Hallo. Ah, da steht Dankeschön. Ein richtiger Favorit. Guck mal, der hat da oben sogar so eine richtige Boxentafel. Die Checky. Allerdings ist er angebunden. Wir haben hier alle so schicke Boxenschilder. Hallo! Oh, süß! Ah, da, hier ist der First Selection. First Selection. Oh, ich bin aber auch voll müde. Aber guck mal, wie hübsch der ist. Hallo. Guck mal, der ist ja süß. Er beißt mich. Oh, du bist nicht Franjo. Ihr seid verwandt, ne? Ja, auch mit Ed. Und guck dir, was ja auch immer wichtig ist, wird ohne Sperrien geriffen und mit einem ganz einfachen Wasser, mit einer ganz einfachen Wassertrense. Der hat gar keinen Shop. Hallo. Das war doch der, wo die Stange oben auf dem Ständer ist, ja, ne? So, hallo. Springer. Ich glaube, hier ist die Führanlage, sieht ein bisschen so aus. Aber der Zustand ist verboten. Also wird Zeit reinzugehen. Ja. Dieser riesige Platz, das muss ja so einen Bock machen, das rüber zu reiten. Da ist, glaube ich, der zweite Stall. Oh, ein Baby. Oh.
Nein. Guck mal, die Mutter direkt, ey, ich bin süß. So, während auf dem Platz noch fleißig abgeritten wurde, ging drinnen schon die Hengstshow los. Und die Hengste wurden im Freispringen präsentiert, an der Hand oder unterm Sattel. Zudem wurden dann auch noch die OPs, also die Rentner, gezeigt, die aber alles andere als müde waren, auch wenn sie nur noch geführt wurden. Und als kleines Highlight auch noch ein paar Nachkommen der Hengste. Und das war wirklich süß. Aber natürlich auch sehr früh für so kleine Pferdekinder. Und dann kamen die Hengste, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben. Und die wurden vorgestellt unter einem Kommentar von Klaus Balkenhol. Das war so ein bisschen wie Live-Unterricht. Und auch der First Selection, der ja vorher sich nicht so gut präsentiert hat auf der anderen Hengstshow, lief auf einmal wirklich, wirklich schön. Auch schön mit der Nase an der Senkrechten unter dem Einfluss von Klaus Balkenhol. Und es war wirklich eine Freude zu gucken. Also seht selbst. Oi, oi, oi. Oi, Rufus, oi, better laughing, oi, I just know. Rufus, oi, better laughing, oi, I just know. Rufus, oi, better laughing, oi, I just know. Rufus, oi, better laughing. Cold up in my, cold up in my teeth. Don't care what you say to me, I'ma bite your feelings out. I miss you in the basement. Your brother was a good substitute for you. And if you love me, but you never let me go. When the roof was on fire, never let me know. You say you're sorry, honey, but you never really show. And I can't leave a party without ever letting you know. Without ever letting you know, Rufus, oh, yeah. I just know, Rufus, oi, better laughing, better oi, than letting you know. Rufus, oi, better laughing, oi, I just know. Rufus, oi, better laughing, oi, better than letting you know. Rufus, oi, better laughing, oi, I just know. Rufus, oi, better laughing, oi, better than letting you know. Rufus, oi, better laughing, oi, I just know. Cold up in my, cold up in my tea. So, ich muss euch noch einmal die coolste Szene auf dem Abreitplatz zeigen. Und zwar wurde Flavis von seiner Reiterin mit Kandare im Dressursattel und mit Dressurfrack einfach mal ganz locker easy über so ein Hindernis geritten während dem Aufwärmen, als wäre nichts. Und das war irgendwie extrem cool. So, ihr Lieben, es ist ein paar Stunden später. Wir haben sehr viele Hengste gesehen, sehr viele Nasen gestreichelt. Und ihr habt auch so ein bisschen eure Favoritenliste aktualisiert. Wie ist denn da jetzt der Stand? Also Nummer 1 ist Flavis und Nummer 2 ist First Selection. Aber leider kann Dorit erstmal nur ein Fohlen kriegen. Das ist genau das Problem. Schade, schade. Ihr seht, es hat sich also ein bisschen was verändert. Ja, und wir hatten auch noch die exklusive Möglichkeit, den Flavis eben noch in der Box kennenzulernen. Also, ein Mitarbeiter hat uns die Boxentür geöffnet und wir durften ihn wirklich ganz in Ruhe streicheln und kennenlernen. Und das ist ja wirklich ein sehr charmanter Kerl. Also ich habe mich auch ein bisschen in ihn verliebt. Ja. Und ich fahre jetzt noch zu Franjo. Und ja, dann nehme ich euch jetzt ein bisschen mit hin. Bis gleich. So, ich bin jetzt im Stall. Wie ihr seht, seht ihr hier den allerbesten nicht mehr Hengst von allen. Nicht jetzt? Ja, nicht zwingend. Benji. Und er wirkt eigentlich heute fröhlich und immer halt, hier aus der Fliege ganz viel versucht in meinen Sachen vorbei. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein Motivationsgesicht. Ich werde jetzt mal sehen, was er beim Reiten sagt. Ja. Wir gehen heute natürlich raus. Weil bei dem Wetter kann man ja nicht drin bleiben. Kannst du mal freundlich gucken? Ist das nicht drin heute? So, und irgendwie ist die Mähne auch so ewig lang geworden. Ja. Aber ich finde, das steht ihm eigentlich ganz gut. Was sagt ihr, länger oder kürzer? Das muss man halt nachher einnähen. Und die Sache ist die, wenn ich die schneide, dann wird die garantiert echt schief. Okay, die ist auch jetzt schon schief, aber lang fällt es nicht mehr so auf.
Guck mal, so sehen die neuen Hufglocken schon aus. Muss man halt jedes Mal putzen, ne? Die werden schon dreckig. Schade. So, und wir werden jetzt Franjo Schweifhaare entnehmen, denn wir haben vor, uns ein Armband machen zu lassen und haben das auch schon bestellt. Und jetzt brauchen wir nur noch eine Anleitung aus dem Internet zu befolgen, wie man die Haare nimmt. Das machen wir jetzt, kann ich leider nicht filmen, aber kann ich euch im separaten Video noch extra vorstellen, wenn es dann auch da ist. Deswegen machen wir das jetzt. Ich zeige euch nachher das Resultat. So, wir sind jetzt fertig und wie ihr seht, sind wir nicht mehr mit dem Hannoverschen unterwegs, sondern mit dem Schwedischen. Warum, erkläre ich euch, glaube ich, noch mal in einem extra Video. Und wir haben auch nicht mehr unsere neuen Zügel dran, sondern wieder unsere alten, weil die neuen zu kurz sind. Das sind jetzt unsere Ersatzzügel. Hui, aufregend. So, irgendwie immer so ein bisschen mit der Kamera dem Pferd delegieren, weil Fabian extrem schlecht ist, selber darin, selber zu entscheiden, wo wir lang gehen wollen. Und ich glaube, an der Stelle beenden wir auch mal das Video. Es wird nicht weiter viel passieren, wie das mit dem Schweif geworden ist. Also es ist echt eine lange Strähne, das zeige ich euch in dem Video, wenn das Armband fertig ist. Und dann macht's gut, Leute. Ciao!